Als ich letztens das Internet wieder nach neuen Ideen durchforstet habe, bin ich auf was gestoßen, was meine Aufmerksamkeit erregt hat. Moosbild. Bis ich den Preis gesehen habe. 3.879,40 €. Das mache ich selber. Ich habe dann gleich mal bei Good Old Amazon geschaut, ob es Moos irgendwas gibt. Und Tatsache, die verticken tatsächlich Moos bei Amazon. Ohne Moos nichts los, ja, haben wir gleich mal Moos bestellt. Das Gute ist, ich kann jetzt wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass ich genug Moos habe. So ganz kurz zu dem Moos. Das ist echtes Moos, aber speziell haltbar gemachtes Moos. Also ihr könnt jetzt ja nicht irgendwo in den Wald gehen und da die nächste Eiche vom Moos befreien und es nehmen. Nee. Es geht leider nicht. Nee. Jawohl. Jetzt möchte ich das Moos aber nicht einfach nur auf eine Platte draufkleben, sondern einen schönen Rahmen machen. Wir haben daheim einen Eichentisch. Also bietet sich natürlich an, dass ich einen Rahmen aus Eiche mache. Ich habe nämlich tatsächlich festgestellt, es schaut gar nicht so geil aus, wenn man anfängt daheim. Eiche, Esche, Birne, es schaut nicht so cool aus. Also man sollte dann meiner Meinung nach schon bei einer Holzart bleiben. Und das ist in meinem Fall eben Eiche. Also ich muss ja sagen, ich finde Eiche total das geile Holz. Bei mir war Eiche immer voll in Verruf. Ja, wir kennen alle die Möbel der Eltern, ja? Stichwort Brechreiz-Eiche. Also schöne Eiche, dunkel gebeizt, schaut zum Kotzen aus. Aber wenn die Eiche hell lässt und ölst, ist Eiche echt magnifik. Die Frage, die sich wie immer stellt, reicht das Moos aus? Ja, das kann man jetzt natürlich sehr zweideutig sehen. Ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, dann bin ich am Arsch. Jetzt säge ich nur kurz mein Splintholz zu. Das nehme ich mein Feuerholz. So, mein Splintholz säge ich natürlich zu Feuerholz. Ja. Gar, sparsamer Schwabe. Du wirst lachen, aber da kommt echt einiges zusammen. Jetzt brauchen wir natürlich eine Trägerplatte für unser Moos. Und dazu fräsen wir jetzt hinten einen Falz an, dass wir in den Rahmen unsere Trägerplatte versenken. Ich fange jetzt mit ganz wenig Abnahme an, weil sonst splittet mir das Holz. Das wäre. So, wenn wir das dann fertig fräst, haben wir eine kleine Rundung hingefräst, dann schaut es echt schon nach einem Rahmen aus. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie schnell man sich so was Schönes bauen kann. So, jetzt müssen wir das hier verbinden. So, dann nehmen wir eine Maschine, die ich schon hunderte Jahre nicht mehr benutzt habe. Die gute Domino. Dann müssen wir uns markieren, wo der Domino hin soll, weil wenn wir den hier reinfräsen, dann steht er aus dem Rahmen raus. Das ist auch Quatsch. Also müssen wir das irgendwo so machen. Also ungefähr hier. Man lernt ja durch seine Fehler dazu. Das mache ich ganz gern mit dem Holzleim dann noch verteilen.
dann weiß man, ey, ist wirklich an jeder Fläche. Man kriegt einen maximalen Halt aus dem Domino raus. Jetzt müssen wir ein bisschen schnell sein, dass der Leim mal abbindet. Das wäre scheiße. Das Ding heißt Rahmenspanner. Ich habe es dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Saugeiles Teil. So, während der Leim abbindet, sägen wir uns jetzt die Trägerplatte zu. Ich habe den Falz jetzt nicht so tief gemacht wie die Platte, dass der Rahmen ein bisschen von der Wand wegsteht. Ich habe die Platte jetzt ultra genau zugeschnitten. Bin mal gespannt, ob sie passt. Auf Anhieb oder ob ich da noch was nacharbeiten muss. Ei, 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 Truppe, die hast du aber bis jetzt gut gesägt. Heiliges Blechle, was hab ich denn da schon wieder gemessen gehabt? Leck mich doch am Arsch. Ich weiß, woran es lag, dass es zu kurz war. Und zwar dieses Mal tatsächlich nicht einmal mein Fehler. Ich habe bei der Säge links und rechts den Anschlag. Ich benutze immer den rechts, immer. Ich habe noch nie den linken benutzt. Und der linke war nicht eingestellt. Ich habe ihn auch neu gebaut, weil der neue weiter raus musste jetzt. Jetzt habe ich ihn eingestellt, jetzt geht er. Nie braucht er. Kann man ja mal übersehen dann. So, während der Leim da vorne abbindet, machen wir uns Gedanken, wie wir den Rahmen aufhängen wollen. Ja, wir müssen ihn ja irgendwie aufhängen. Ich will ja nicht irgendwas Sichtbares haben, sondern unsichtbar. Und ich will es selber machen können. Und ich habe mir vorhin Gedanken gemacht und ich glaube, ich habe eine gute Lösung. So, die Idee ist jetzt, dass hier eine Beilagscheibe reingeklebt wird und nachher die Schraube hier reinkommt und sich festhakt. Das ist so eine tolle Idee, war Truppe. Das muss schon extrem genau passen. Heiliges Blechle, hast du jetzt da scheiße gemacht, oder was? Könnte ich schon fast wieder ausflippen. War das jetzt scheiße, oder wie? Das treffe ich doch in 10 Jahren nicht, das Ding. Das winzige Loch da. Ach, scheiß drauf. Das probieren wir jetzt einfach. Wenn es nicht geht, dann ist es scheiße. Ach Gott, was ist da los? Sollte das jetzt nicht klappen? Das ist scheiße. Ja, und voll da. Heiliges Blechle nochmal. Da krieg ich schon die Vorabmeise, krieg ich da schon wieder, hey. Geht's bloß da rein, ich sag's dir. So, wir das da vorne, da trocknet der Leim. Ja. Steigen wir die Fläche mal schwarz an, dass wir durch das Moos das MDF nicht durchsehen. Die Frage ist jetzt bloß, saue ich da jetzt eine ganze Wanne an oder mache ich es anders? Komm, ich nehme da einfach so einen Einmalpinsel. Den kann ich danach wegschmeißen. Bessere Idee. Muss ja jetzt schön ausschauen. Kommt eh nur Leim drüber. Muss bloß dunkel sein. Warum das jetzt annähernd schön sein muss, das seht ihr jetzt gleich. Wenn das trocken ist. Ja, sonst würde ich nicht so schlampig arbeiten. Gewiss nicht. So, habe ich wenigstens keine Farbvanille sauber machen muss. So, wenn die Platte trocknet, bessern wir mal unseren Pfusch aus. So, da ich noch nie eine Gärung hatte, die 100% passt, sieht man hier so einen kleinen Spalt. Und auf der anderen Seite ist der Spalt natürlich schon beträchtlich größer. So, auch wenn die Säge super eingestellt ist, ja, kommt es einfach vor, dass Ungenauigkeiten sind. Wie bessern wir sowas jetzt aus? So, das ist Sägestaub von vorher, von dem Holz. So, ein bisschen Holzleim dazu. Und jetzt machen wir uns aus diesem Holzstaub im Endeffekt ein Holzkit. So, einfach ein bisschen mit dem Leim vermengen. Dann kriegen wir hier so eine Paste.
Also mit der Paste kitten wir jetzt einfach unsere Löcher zu. Die Methode ist super, weil es halt genau das gleiche Holz ist und der Farbton perfekt passt. Man kann solche Kits natürlich auch kaufen. Habe ich auch schon gemacht, habe ich auch einige da. Leider ist es so, dass der Farbton nicht perfekt passt und somit sieht man es. Wenn man genau das Holz nimmt, was man verarbeitet hat, dann sieht man am Schluss so gut wie gar nichts. So, wenn wir das haben, dann leime ich mal den Rahmen ein. Scheiße, der ist noch ganz trocken. Egal. Jetzt muss er rein. Und wieder mal helfen mir diese Leimzwingen. Ja, ich hoffe, ihr habt euch mal welche gekauft, wenn ihr eine Werkstatt habt. Die sind, also ich kann gar nicht sagen, wie oft ich die Dinger benutze und brauche. Für so wenig Geld ein Must-Have. Wenn das dann alles getrocknet ist, ölen wir das Ganze. Jetzt kann man das Holz einfach so ölen oder man nimmt eine Drahtbürste, geht nochmal drüber, öffnet die Poren und hat ein bisschen eine roughere Optik. Ich versuche es euch hier nochmal zu zeigen. So sind die Poren zu, das ist relativ glatt. Und so sehe ich die Maserung auch viel mehr. Und wenn ich drüber fahre, merke ich auch einfach die Maserung, dass es wirklich Holz ist. Ich mag die Haptik sehr gerne, muss jeder für sich selber entscheiden, ob es ein bisschen rauer möchte oder glatt. Für die Oberfläche könnt ihr jetzt jedes Öl nehmen. Ich nehme jetzt in dem Fall hier Hartwachsöl. Das mag ich recht gern, weil es noch eine dünne Wachsschicht oben hat, die man auch mit einer Bürste am Schluss noch polieren kann und man eine sehr, sehr schöne glatte Oberfläche hat. So, fertig. So, während das Öl vor sich hin trocknet, machen wir etwas unglaublich Ungewöhnliches. Nee, nicht eine Flasche aufschneiden. Das Ungewöhnliche kommt jetzt, und zwar den Kleber, wo die wollten für, oder wo im Internet dran steht, wo man nehmen soll, für das ist so Bastelkleber. Der kostet 16 Euro! Da habe ich irgendwo bei einem gelesen, das scheint mir das gleiche wie Holzleim, wie normaler Weißleim vom Geruch zu sein. Ihr habt Tests gemacht und es hat funktioniert. Allerdings werden wir den Leim nicht so nehmen, nämlich weiß. Im blödsten Fall schaut es ja durch auf unserem Trägermaterial. Deswegen werden wir einfach etwas grüne Farbe dazu kippen zu unserem weißen Leim. Zack! Jetzt ist nämlich kein Weißleim mehr, jetzt ist Grünleim. Da haben wir das jetzt ein bisschen zu helles Grün, es gibt einfach nur ein bisschen Schwarz dazu. Das probieren wir jetzt einfach alles. So, und schon haben wir eingefärbten Leim. Ihr habt das Moos dann noch ein bisschen aussortiert und gereinigt, das schwarze Zeug, was ihr seht, sind noch irgendwelche Tannennadeln, die da nicht reingehören. Den Kleber habe ich dann mit einer Zahnspachtel verteilt, dass ich ein gleichmäßiges Klebebett habe und auch weniger Material brauche auf die Weise. Ja, und dann fange ich ganz einfach an, das Moos einzulegen, ganz leicht festzudrücken, und es hält dann auch. Ich habe ja, wie gesagt, Tests gemacht, hat perfekt gehalten. Da der Leim ziemlich rasch abbindet, habe ich mir immer nur kleine Flächen mit Leim benetzt. Und um besser anstückeln zu können, empfiehlt sich es auf jeden Fall, gerade Kanten mit der Zahnspachtel zu machen. Natürlich ist es eine Fummelarbeit und natürlich muss man sich auch die Mühe machen wollen. Ja, das ist halt richtiges Basteln, aber man kann da natürlich super kreativ werden, weil es da auch noch so Moossteine gibt. Also da gibt es ganz viel, nicht nur Moos, also da kann man echt super kreativ werden damit. So, ich ziehe das alte Moos ein bisschen hinter. Stoppt das neue drunter, dass man halt nicht die Trägerplatte sieht. Und deswegen habe ich die auch schwarz angepinselt, dass man eben nicht hell hier irgendwo durchsieht, falls hier irgendwelche lichteren Stellen wären. So, und schwuppdiwupps sind wir auch fertig. Das hat jetzt eine halbe Stunde oder so was dauert. Also, ist wirklich lang und es hat wirklich Spaß gemacht, das Ding zu bauen. Würde ich sagen, hängen wir es auf. So, wenn es dann alles mal aufhängen klappt, dann wäre das hervorragend. Und was sagst du?
Interesse ist groß, wie man sieht. Ja, ich glaube, ich habe nichts gesehen, aber es hat sich gut erkannt. Das passt doch. So, ich hoffe, das fällt jetzt mal raus, das Moos. Pflege des Moosbildes, gar keine. Also man braucht es nicht gießen, irgendwie feucht machen. Das Moos ist ja haltbar gemacht, also ihr braucht da keinerlei Pflege. Das hängt an der Wand und gut ist. Jetzt schulde ich euch aber vom letzten Video noch, wie die ganzen Gartensachen ausschauen, weil der letzte Teil war schon abgedreht, da stand es noch gar nicht hier. Möchte ich euch noch ganz kurz zeigen. So, hier seht ihr jetzt die Gartenbank, die ich gebaut habe. Die steht jetzt gegenüber dem einer Teil. Die Feuerschale, die ist umgedreht. Und hier steht der Gartentisch, den wir im vergangenen Projekt gebaut haben. Der ist auch super stabil. Eine Session haben wir schon drauf gehabt. Mega. Ganz, ganz, ganz toller Tisch. Ja, und wenn es jetzt dein erstes Video auf dem Kanal war und du die Sachen, wo ich dir gerade gezeigt habe, verpasst hast, dann überleg dir, den Kanal zu abonnieren, wenn du diese Art von Videos magst. Denn ausschließlich dann bekommst du meine Videos auf YouTube weiterhin vorgeschlagen. Und, ganz wichtig, du verpasst nichts mehr, denn der Tisch, den habe ich auch gemacht. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Würde mich freuen. Danke, bis die Tage. Servus.